Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrem Magazin aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Heute melde ich mich vom Tierheim in Marktoberdorf. Immer wieder sind Tierheime in den Schlagzeilen wegen Problemen bei der Finanzierung oder wegen nicht angemessener Tierhaltung. Da stellen wir uns natürlich die Frage, welche Möglichkeiten haben Tierheime eigentlich, sich zu finanzieren und welche Aufgaben erfüllen sie überhaupt hier in der Region? Das schauen wir uns heute einmal an. Wenn Tiere ausgesetzt werden und sie jemand findet, dann landen sie hier im Tierheim. Zwischen 170 und 200 solcher Fundtiere nimmt das Tierheim Marktoberdorf im Jahr auf. Letztes Jahr waren es 173. Heute bekommen sie Besuch von Heinz Krämer. Er ist Vorsitzender des örtlichen Tierschutzvereins, der das Tierheim betreibt. Die Einrichtung kümmert sich nicht nur um Fundtiere. Wir nehmen auf Tiere, sogenannte Abgabetiere, das heißt also Tiere aus Familien oder Unterbringungen, die krankheitsbedingt, nicht die Tiere, sondern die Menschen, durch Allergien, Trennungen und so weiter abgegeben werden müssen. Die nehmen wir auf und versorgen die. Und dann nehmen wir noch als kleines Zubrot natürlich auch noch Tiere in Pflege auf von Menschen, die in Urlaub fahren. Vor allem aber eher mal ältere Leute, die ins Krankenhaus müssen. Die Besitzer dieser Pensionstiere zahlen für die Unterbringung. Und die muss den strengen rechtlichen Standards zum Tierschutz genügen. Diese Standards befürwortet Tierfreund Heinz Krämer sehr. Trotzdem sah sich das Tierheim vor kurzem schweren Vorwürfen ausgesetzt. Wir sind ganz böse angeschwärzt worden, einmal bei der Stadt Marktoberdorf, beim Bürgermeister und zum anderen auch selber beim Landkreis. Hinsichtlich der Tatsache, so war es wohl in den Briefen geschrieben, wir würden im Tierheim keine artgerechte Haltung der Tiere durchführen. Das hat mich wahnsinnig geärgert und zwar auch deswegen, weil ja unsere Leute, die im Tierheim arbeiten, sich wirklich, ich sage mal, fast den Hintern aufreißen, um den Tieren eine ordnungsgemäße und artgerechte und tiergerechte Unterbringung zu gewährleisten. Krämer bat das Veterinäramt zu einer Kontrolle ins Haus. Die fand keine Mängel. Einzige Auflage, die Mitarbeiter müssen jetzt Buch führen, wer wann die Hunde ausführt. Die Sache kratzte trotzdem am Image des Tierheims. Ein Problem, denn die Einrichtung hat es finanziell sehr schwer und ist daher auf Spenden angewiesen. Also grundsätzlich ist, und das sage ich jetzt als Vizepräsident Landesverband Bayern, stehen die Finanzen bei allen Tierheimen mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen sehr, sehr schlecht. Und es sind viele Tierheime, die eigentlich von der Hand in den Mund leben und da gehören wir auch dazu. Das heißt, wir leben so von einem Monat zum anderen und sind darauf angewiesen, dass wir Zuwendung von privater Hand, muss ich jetzt mal sagen, Spenden, Mitgliedsbeiträgen, davon leben wir. Fördermittel von der öffentlichen Hand gibt es nicht. Wenn das Tierheim ein Defizit erwirtschaftet, muss es der Träger ausgleichen. Das heißt, der Tierschutzverein muss mit seinem aus Mitgliedsbeiträgen stammenden Vereinsbudget gerade stehen. 50.000 Euro Defizit waren es in Marktoberdorf im letzten Jahr. Während bei Pensionstieren der Halter den Aufenthalt bezahlt, ist es schwierig, die Kosten für Fund- und Abgabetiere zu decken. Bei den Fundtieren ist es so, dass grundsätzlich die Kommunen verpflichtet sind, die Fundtiere unterzubringen, selbst. Das tun sie aber in der Regel nicht, weil sie keine eigenen Tierheime haben und auch keine Vorrichtung, keine für Katzen, für Exoten beispielsweise, Tiere unterzubringen oder Leute, die die Sachkunde haben, um die Tiere zu betreuen. Also übergibt man das den Tierheimen. Das Tierheim Marktoberdorf hat mit 9 Gemeinden seines Einzugsbereichs Pauschalverträge ausgehandelt. Die Gemeinden zahlen 50 Cent pro Einwohner und Jahr an das Tierheim. Im Gegenzug nimmt das Tierheim Fundtiere aus diesen Kommunen kostenlos auf. Das ist natürlich in keiner Weise ausreichend. Und zwar bei keinem Tierheim ist es ausreichend. Und wir haben klare statistische Erkenntnisse vom Deutschen Tierschutzbund, dass wir mindestens 1 Euro pro Kopf pro Einwohner im Jahr haben müssten, um einigermaßen den Betrieb sicherzustellen. Außerdem gibt es mit 6 Gemeinden im Einzugsbereich des Tierheims gar keinen Vertrag. Hier müssen die Kosten im Einzelfall per Rechnung eingetrieben werden. Das macht viel Arbeit. Dabei haben die 3 festangestellten Helfer mit der Tierpflege schon viel zu tun. Außerdem sind die Personalkosten gestiegen.
Wir hatten bislang über die ganzen Jahre, das Tierheim Marktoberdorf besteht jetzt 20 Jahre, viele, meistens natürlich weibliche Helferinnen, ja, die eigentlich für einen relativ geringen Lohn bereit waren, mal 10, 20 Stunden zu arbeiten. Das geht jetzt heutzutage nicht mehr, weil ja auch da der Mindestlohn greift, nämlich 8,50 Euro, ist klar. Doch warum gibt es keine ausreichend dotierten Pauschalverträge mit allen Kommunen im Einzugsbereich? Landrätin Maria Rita Zinnecker kennt das Problem. Zuständig sind aber allein die Gemeinderäte. Und denen ist der Pauschalvertrag oft zu teuer. Zinnecker appelliert an die Kommunen, sich trotzdem zu beteiligen. Es kann sein, dass in einem Jahr nur ein Tier ist, im nächsten Jahr dann wieder mehrere. Das ist ganz unterschiedlich. Und was unsere Bürgermeister auch schon festgestellt haben, es kann unter Umständen sehr teuer werden. Also je nachdem, was eine Fundkatze, eine Kranke vielleicht im Tierheim abliefert, dann muss die Gemeinde, wenn sie keine Pauschalvereinbarung hat, für die Kosten aufkommen, auch für die Tierarztkosten. Und jeder Tierbesitzer weiß, dass das unter Umständen relativ teuer werden kann. Drum ist die Empfehlung lieber eine Pauschale über die Jahre, dann sind beide Seiten abgesichert. Auch hier in Beckstetten kennt man das Problem mit den Kosten für die Fundtiere. 80.000 Euro Defizit hat die Einrichtung im Jahr 2013 erwirtschaftet. Doch inzwischen ist das Tierheim wirtschaftlich etwas besser dran. Stefan Mitscherling ist Vorsitzender des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung, der das Heim betreibt. Er bemüht sich, durch Einsparungen die Kosten von 230 auf rund 200.000 Euro im Jahr zu drücken. Wir achten sehr genau darauf, was können wir Geld einsparen. Einerseits Personalkosten, dass man eben entsprechende Schichtpläne macht und nicht mit einem kompletten Personal an einem Tag auskommen muss, dass wir eben wesentlich weniger dann haben. Natürlich müssen wir jede Rechnung überprüfen, müssen sehen, wenn Tierarztkosten anfallen, dass die möglichst günstig sind. Und da muss man natürlich auch ein gewisses Verhandlungsgeschick zeigen, dass eben das alles reduziert wird. Klar, Sparsamkeit ist wichtig für ein Tierheim. Was man nicht in der Hand hat, wie lange die Fund- und Abgabetiere hier bleiben. Diese Chihuahua-Hündin ist vor einer guten Woche als Fundtier nach Beckstetten gekommen und kann sich vor Interessenten kaum retten. Andere Tiere bleiben jahrelang. Deswegen ist für das Tierheim eine verlässliche Grundfinanzierung wichtig. Also wir haben mit dem Ostallgäu, das sind 17 Kommunen insgesamt, die Vereinbarung getroffen, dass die im Jahr 60 Cent pro Einwohner an uns zahlen. Und das ist ein erster Schritt zu einer Solidargemeinschaft, in der sich eben alle beteiligten Kommunen entsprechend mit Geld auch beteiligen. Aber es reicht natürlich noch nicht aus, da muss noch viel passieren. Das Problem? Beckstetten ist auch für einen großen Teil des Unterallgäus zuständig. Und hier zahlen nur die großen Orte Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim. So bleibt dem Tierheim ein fünfstelliges Defizit. Von den anderen Unterallgäuer Orten nimmt das Tierheim jetzt einfach keine Tiere mehr an. Vielleicht hilft das ja, eine Lösung zu finden. Die Lösung im Ostallgäu hat Landrätin Zinnecker mitvermittelt. Ihre Erfahrung: Die Bürgermeister haben klar dargestellt, sie wollen auch Transparenz, sie wollen eingebunden sein, sie wollen wissen, für was ihre Mittel verwendet werden beim Tierheim. Und der Herr Mitscherling hat dargestellt, dass eine dauerhafte Finanzierung dringend erforderlich ist. Mit transparenten Finanzen die Politik überzeugen. Vielleicht klappt das ja auch im Unterallgäu. Auch für die Tierschützer in Marktoberdorf könnte das den Weg zu einer gesicherten Finanzierung freimachen. Ja, und ich bin jetzt bei Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse. Ja, Herr Bosse, wie wichtig ist es denn für die Stadt Kaufbeuren, dass es dieses Tierheim in Beckstetten gibt? In einer Stadt wie Kaufbeuren gibt es natürlich viele, viele Fundtiere. Das kann man bedauern, aber das ist eine Tatsache. Und deshalb gibt es seit vielen Jahrzehnten die Kooperation mit dem Tierschutzverein, der das Tierheim betreibt in Beckstetten. Das hat sich auch bewährt und wir hatten mit den Vorstandschaften über die Jahre immer gute Gespräche und auch gute Vereinbarungen. Da kann sich also niemand beklagen, beidseits nicht. Das ist gut gelaufen.
Ja, Kaufbeuren zahlt 1 Euro pro Einwohner und Jahr an das Tierheim in Beckstetten. Die kleineren Gemeinden im Ostallgäu, die im Zuständigkeitsbereich dieses Tierheims liegen, zahlen 60 Cent pro Einwohner und Jahr. Wie ist man denn zu dieser neuen Lösung gekommen? Das war ja kein so ganz einfacher Prozess. Wir haben schon immer eine Pauschale für die Fundtiere bezahlt. Das war ein Betrag, ich meine, in den letzten Jahren von 60 Cent pro Einwohner. Und damit hat der Verein signalisiert, kommt er klar. Nun hat sich das verändert. Es gab zusätzliche Aufwendungen, es gab auch Schwierigkeiten im Verein und wir mussten neu verhandeln, haben das im letzten Jahr getan. Dabei hat man uns Zahlen vorgelegt, die letztlich darauf hindeuten, dass der 1 Euro wirklich angemessen ist. Im Übrigen entspricht das auch einer Empfehlung des Deutschen Tierschutzbundes und dem hat sich letztlich der Stadtrat in Kaufbeuren auch angeschlossen. Wie schwierig war es denn, die kleinen Gemeinden davon zu überzeugen, dass es gut ist, wenn sie da mitmachen? Ich habe versucht, letztlich mit dem Tierschutzverein eine Lösung für alle Gemeinden hinzubekommen. Und wir sind da bei dem 1 Euro gelandet. Dem haben sich die Gemeinden aber nicht angeschlossen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass in einer ländlich geprägten Region das Thema Fundtiere anders gehandhabt wird als in einer Stadt. Und insofern mussten die Gemeinden selbst dann auch Beschlüsse fassen. Und dort hat sich diese Summe von 60 Cent herauskristallisiert. Das ist nichts, was ich zu kommentieren habe. Letztlich muss der Verein signalisieren, ob er damit klarkommt. Was sind die Argumente für die Bürgermeisterkollegen in den kleineren Gemeinden, warum sie weniger zahlen? Ich vermute mal, dass es gar nicht in diesem Ausmaß Fundtiere gibt, wie das zum Beispiel in der Stadt der Fall ist. Das sind eher Ausnahmetatbestände und da sind viele, denke ich, eher dabei, dass sie sagen, da muss es auch mit weniger gehen. Die kleinen Gemeinden im Unterallgäu, die profitieren ja in einem großen Teil des Unterallgäus jedenfalls auch vom Tierheim in Beckstetten, das für dieses Gebiet mit zuständig ist. Sie zahlen aber keinen Beitrag dazu. Wie finden Sie das denn? Da subventionieren Sie ja im Grunde genommen die Leistung auch für die mit, oder? Natürlich ist unser Beitrag auch dafür da, dass dort überhaupt die Leistungen im Tierheim erbracht werden können. Das Tierheim stellt den Gemeinden, die nichts bezahlen, dann Einzelrechnungen. Das heißt, wenn also dort mal Fundtiere anfallen, dann findet eine Einzelabrechnung statt, was an Tierarztkosten und an sonstigen Aufwendungen entstanden ist. Und da muss halt jede Gemeinde sehen, ob das für sie dann die wirtschaftlichere Lösung ist. Und der Verein muss letztlich signalisieren, ob er damit klarkommt. Ja, der Verein sagte uns gegenüber ja, dass die Lösung ihm finanziell sehr weitergeholfen hat. Aber am Ziel ist man noch nicht. Man wünscht sich tatsächlich, dass aus dem Unterallgäu noch Unterstützung kommt. Sehen Sie da politisch irgendeine Möglichkeit, was zu machen? Nein, da sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, weil das jede Gemeinde selbst entscheiden muss und darf. Und da hat nicht ein Bürgermeister oder Landrat den anderen Bürgermeistern dreinzureden. Die müssen autonom verhandeln und können das für sich selbst entscheiden. Und dann muss man sehen, ob der Vertragspartner, das ist der Tierschutzverein, das letztlich akzeptieren kann. Also nichts, wo ich jetzt irgendwie weiter intervenieren könnte. Ich habe eigentlich nur eine Empfehlung ausgesprochen, dass ich diesen 1 Euro pro Einwohner für angemessen halte. Also ich fasse zusammen, Herr Bosse, Kaufbeuren und das Ostallgäu sind hier vorangegangen. Jetzt wäre es am Unterallgäu gelegen, nachzuziehen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und das war's auch schon wieder aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.